Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen zurück hier auf der Gemeinde Rade mit dem lieben Florian und dem lieben Sebastian. Hi! Ein wunderschöner Mann. Hallo! Oh, war ja. Ja, dann wurde ich so 5 Minuten vorbei und er so, hi jo. Aber gut. War noch in der Anfangszeit, also zählt's noch. Das will ich mir selber ausprobieren. Kann man das Gerät nicht kaputt fahren? Kann man nicht kaputt fahren? Nee, kann man nicht. Hey, es gibt eigentlich keinen Sinn, aber gut. Doch. Ja. Macht schon Sinn, weil... Weil? Es eine Erdfrucht ist. Aber trotzdem, wenn man mit dem Traktorreifen drauf hat, ist er platt. Auf jeden Fall, dass was oben drauf ist. Bodendruck? Ich glaub, war da vielleicht was? Ja, wenn jetzt das so eine, oh, ich würde mal sagen, also ich habe jetzt hier total 3,8 Tonnen. Wenn er mal so ein bisschen was drüber rollt und drüber radiert, ich glaube, da ist er schon ein bisschen weggerubbelt. Ich habe 15,4. Leute, was machen wir auf 16 drauf? Auf die Sturm 10. Nein. Ich bin da gerade bei vorbeigefahren mit dem Mähwerk. Auf welche? 16. Die 16? Keine Ahnung, ich würde wieder Sonnenblumen machen, nochmal einen großen Schwung. Ja. Auch jetzt sieht der da vorne schon. Was denn? Ich hab. Wieso? Darf ich mir nicht so viel Zeit lassen beim Flügen? Also so. Ne, ich habe nur zweimal Vorgewende gemacht, kurz damit ich hier schon fahren kann. Also kein Problem, ich bringe mich nicht in Bedrängnis. So. Ja, normalerweise macht man das auch so. Da muss ich aufpassen, dass ich dein Zeug nicht mehr unterpflüge. Wenn, dann ist auch was schon, fahre ich sowieso nochmal drüber. So, warte mal, jetzt muss ich wieder neuen GPS-Kurs machen. Oh, nee. Du könntest einfach auch die... Ach nee, stimmt, geht nicht. Nee, geht nicht. Ich hab was kaputt fahren müssen. Egal. Ging nicht anders. Wie schlimm. War nur ein Saatgutkörnchen. Schaut schon cool aus. Ja. Mir ist was gerade vorhin was Blödes passiert. Das kann ich dir nach der Folge sagen. Okay. Ich glaube, es gehört mal nicht in die Folge, was mir wieder mal passiert ist. In echt oder MLS? MLS. Okay, gut. Über das Thema hatten wir nämlich schon eine Besprechung. Ich glaube, dann muss ich eigentlich sagen, weiß ich es nicht mehr und zweitens ist dann, glaube ich, etwas Schlimmeres, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, der Traktor muss wieder repariert werden. Hätten wir einen Mod dabei. Traktor reparieren. So schneller als ich ohne Mono, dabei hätte ich nicht mehr. Sogar 50 ist mehr. Oh. Hallo? Hallo? Nee. Oh. Keiner repariert werden. Oh! Oh! Flo! Ja, ja, ja. Bist du auch gerade irgendwie. Wie ich hier in den Buschi reden? ja, vielleicht war da ein Buschi. War schon ein Buschi? Weil der rutscht ein bisschen vorne, der Johnny. Ist das die. Ist der wirklich so schwer? Ich verstehe nicht locker, mehr. Wen haben wir denn? Wo wir auf der Stoppenbach auch habt, glaube ich, oder? Ja, den Agromüllig. Ja, ich glaube, der wiegt schon ein bisschen was. Wie viele Tonnen steht denn bei dir dran? Totalgewicht. Also normal hätte ich 15,5 und Totalgewicht habe ich 14,5 und vorne habe ich dran hängen eine Tonne. Okay. Also ich habe momentan 3 Tonnen. Also ich muss sagen, ich blieb da tatsächlich teilweise nur so ganz durch, weil ich stehe da einmal dran, zum Beispiel jetzt bei mir 2,6 Tonnen, dann in Klammern total, Doppelpunkt 3,8. Also das 3,8 ist ja glaube ich dann, was man momentan wiegt, oder? Nee, was das komplette Gespann wiegt, auf den die 4 Reifen verteilt. Ah, schön. Wenn es aufgehoben ist alles. Okay, dann wiegt es bei mir 3,8. Ich glaube, bist ein bisschen schwerer, ne? Bisschen, ja. Oh, ich habe meinem großen Teil liegt noch in meinem größeren Motor.
Ja. Also man muss sagen, ich glaube, es wird teilweise auch Zeit, um unsere Traktoren mal ein bisschen auf höhere PS-Klassen aufzustufen. Ja. Aufzurüsten. Ich komme jetzt aus mit meinen. Also ich werde jetzt mal von 250 auf 300 hochstufen. Mal langsam. Ich muss mal gucken. Also euch zwei jetzt. Ich habe mir anfangs mal gedacht, dass ich mir den Vario Axion 870 800. Nee, den Fendt Vario den Neuner, den neuen kauf. Aber ich muss sagen, ich finde den in echt wieder geil aus, aber im LS muss ich sagen, finde ich den nicht schön. Außer ich muss mal gucken, es gibt jetzt safe noch andere. Aber ich muss wirklich sagen, das sind mir die an sich schaut er glaube ich gar nicht so schlecht aus, aber ich muss ehrlich sagen, das sind mir die Reifen einfach zu fett. Oder den alten TMS. Was ist das für eine? Ach, wir haben schon den wurde auch auf der Stappenbacherschaft, das wird dann zu eintönig, glaube ich. Ja, und der hat auch nur 300 PS, ist da auch maximal Grenze. Klar ist da ein bisschen mehr, da ist mehr als wie ich habe, aber ich würde schon einen nehmen, den wo man noch aufrüsten kann. Den hier. Angst. Muss ich mal noch gucken, weil ich glaube für den alten Xel, ja den habe ich auch schon, das ist dann auch nicht so optimal. Ja, wollen wir dann mal gucken. Also ich habe meinen neuen Traktor dann schon. Ja, ich werde dann wahrscheinlich den hier als kleinen weiterhin nehmen. Ja, ja. Also ich mein R und den Premium leider verkauft. Z-Life. Ja. Dann wird aber, glaube ich, der MB-Truck, der große, weichen müssen. Ja, glaube ich auch. Er muss wirklich sagen, wir brauchen den halt einfach nicht mehr. Brauchen den einfach nicht mehr. Weil warte mal, wie viel stehen jetzt am Hof rum, die wollen jetzt nicht benutzt werden. Der MB-Truck, der Premium. 3, 4. Nur mal, soweit ich weiß. Ja, also der hier dein kleiner MB-Truck, der große MB-Truck und der Klaas. Und mein Premium. Den 4. Ja, schön. Also ich würde sagen, der Unimog bleibt, als zum Beispiel wenn wir Ball machen oder so, weil er einfach ultra schnell ist. Also der Unimog, den zähle ich eher als LKW und der ist halt einfach. Und das ist eigentlich ein Allzweckgerät, ne? Mhm. Kann mit ihm auf den Acker rauffahren ohne Probleme. Aber wenn wir jetzt, wie zum Beispiel jetzt den Premium oder den MB-Truck, ich muss sagen, den brauchen wir nicht. Also der MB-Truck, der MP3 ist. Also der MB-Truck ist geil, vielleicht wird er in einem anderen Projekt wieder kommen, aber ich würde ehrlich gesagt schon mal so früh aufgehoben. Ich würde ehrlich gesagt sagen, dass ich den dann zum Verkaufen fahre, ehrlich. Ja. Weil zum Rumstehen ist auch schon. Ist auch zu schade. Und wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich sogar auch den kleinen Klaas verkaufen plus Frontlader und den mein kleinen Johnny opfern als Kleintraktor. Ja, also den Premium Mensch. Ja. Für mal solche Arbeiten. So. Oh Gott! Alter, war das knapp. Junge, was hast du gemacht? Sorry. Und? Junge, war das knapp. Alter. Autos fahren vorbei und ich fahre so gerade mit gemütlichen 43 da so entlang. Sportlich. Und so 14,5 Tonnen muss man auch mal runterbremsen. Ja. Oh ja, ich habe ein Jubiläum, ich habe die 19 Stunden auf dem Fendi wohl. Ich muss sagen, wenn ich den verkaufen würde, würde auch nicht mehr viel bringen. Welches Jubiläum hast du? Oh, 67.000. Also werde ich den kleinen, also werde ich den MB-Truck, den großen und den kleinen Klaas jetzt verkaufen fahren. Z-Life, aber leider so. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall wieder, warte mal, wie viel bringt denn? Bringen die guten denn noch? Es bringt dann schon so 100.000. Der MB-Truck bringt noch 61 und, oh, da kommt, warte. So. Ich muss wenden. Auf jeden Fall den Unimog werde ich jetzt dann wieder brauchen. Ja. Ich packe jetzt meinen großen Johnny. Mach mal aus dem Heu, was ich jetzt gleich wende, machen wir dann daraus
ballen oder laden wir das mit dem Ladewagen? Ballen. Würde ich sagen. Also. So, verkaufen wir dann die Ballen? Ich will nicht blöd wirken oder so, aber ich würde ehrlich gesagt sogar sagen, dass wir dann schon mit dem Ladewagen fahren. Ja. Weil dann kann einer gleich mit dem Ding fahren. Die Frage, die goldene Frage ist nur, wir kriegen den Preis bei Ballen pro Hans. Die Frage ist nur, kann man bei dem mit einem Anhänger abladen? Oder braucht normal man schon zwingend Ballen? Normal schon. Ist normal, ja, das ist der mit der Halle. Weil mit dem Ballen ist halt auch ein bisschen anstrengend. Ja, wir können ja mal einen Test machen, wenn man mal den Anhänger, den Ladewagen, und wenn was nicht aufsammeln und rüberfährt. Ja. Ach, also ich fahr jetzt den kleinen Klaas weg. Ja, das Bank der Rad. Mit dem Frontlader von, mit dem Glasfrontlader, oder soll ich den da lassen? Wir brauchen den nicht. Weil das Problem an dem ist halt, den kann man sonst nirgendwo anders da dranhängen. Ja. Und wir haben drei Frontlader gerade rumstehen. Einmal einen für mein Fendt, dann einmal einen für dein, den Quicke, für dein Premium. Und jetzt dann noch den, für den kleinen. Und wenn der Glas eh weg ist, dann würde er eigentlich auch nur rumstehen und hat keinen Zweck. Weil wenn man den kann man dann noch an keinen mehr anhängen, nee. Also. Ich fahr jetzt mal Geld machen. Jo. Aber ich glaube, als allererstes werden wir die Schulden wieder zurückzahlen, oder? Aber ich würde sagen, also so 30, 40.000 würde uns auf jeden Fall lassen. Ja, das schon. Weil aber mit 7.000, wenn wir jetzt zum Beispiel schnell irgendwas brauchen und irgendwas mieten müssen, dann müssen wir auch da wieder einfach Kredit aufnehmen. Bist du eigentlich komplett realistisch? Oh, hier steht noch ein Ding. Bist du eigentlich komplett realistisch spielen? Auf der Realismus Projekt? Nee. Oder wie meinst du komplett Realismus? Realistisch? Ob ich mit dem Ladewagen die Silage aufladen darf. Ja, ja, das kann schon mal. So realistisch ist die Lade, die hat ungefähr den Vergleich wie mit der Stabilität. Nein, also der Frontlader. Tut mir leid, aber ich. Falschen Frontlader verkauft. Nein. Ich fahre zum Händler zum Verkaufen, aber der Frontlader ist einfach zu weit. Hinten der drin ist nicht ganz im Schicker. Oh. Ja, dann mach schnell F11 an und zieh ihn einfach rein. Hab ich doch gerade schon. Also. Ja, ich sehe es eigentlich in der im Menü. Doch so den. Der Meter, haben wir den nicht schon verkauft? Da. Nee, er ist noch da. Oh, wir haben schon 95.000. Schön, schön. Fahr dann nochmal bei dir vorbei, wasch ihn schön. Dann, damit du das schöne Prachtstück zum letzten Mal sehen werdest, in diesem Projekt. Ja. Warte, dann muss ich da noch einen Screenshot von machen. Ich will das genau sehen. Hä? Prachtstück. Schön sauber waschen. Ich fahr dann mal weiter, ne? Ich weiß nicht, was hast du schon wieder angestellt? Ich kann gerade beim Sehen. Ach, jetzt ist wieder normal. Ich konnte gerade irgendwie. Also oben links wird es mir angezeigt, dass die Sämaschine oben ist. Ich sehe aber an und fahre jetzt gerade mit knappen 30 km/h. Ja. Los! Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber. Oh Gott. Warte mal, wenn ich jetzt. Keine Ahnung, was da gerade kaputt gegangen ist, aber irgendwie. Es läuft wieder, alles gut, war nichts. Bevor ich einen Verkauf sagst du mir, ich muss da noch ein Bye-Bye-Fotochen machen. Aber da steht auch noch ein bisschen was. Machen wir das hier nochmal mit hier. Okay. So. Warte, ich war auf angesiedelt. Egal. Ich höre irgendwas. Da Kimpo. Ich muss so schauen. Nochmal ein schönes Bild. Ich fahre dir den extra nochmal schön hin. Ja. Schön in die Sonne. Schön in die Sonne rein. Und bleicht auch nochmal die letzte Farbe aus. Nein! Oh, jetzt muss ich aber halten. Jetzt so. Warte. Warte. Türe auf. Aussteigen. Hey, kann ich das machen oder kann ich machen? Boah, wie ich.
Okay, ist gemacht. Oh, warte. So. Passt. Im Bildlag tut mir fast leid. Fast. Komm ich da vorbei? Nee, komm ich nicht vorbei. Doch, das geht. Mm. Oh, nein. Wunderbar. Ja, geht's in dem Bildlag wieder. Was? Jo. Flo. Steig mal nochmal kurz aus. Mm. Warte, ich muss ihn noch verabschieden. Komm her. Ey. Renner, komm her. Oh, Jetzt ist er weg. Das ist ein bisschen creepy, ich kann in deinen Kopf reingucken. Ich auch. Egal. Jetzt ist er weg. Tschüss, Prachtstück. Da seht ihr nochmal ein letztes Mal. Der gute 18 mit der coole Black Beauty. Rest in Peace. Kann ich nicht fahren? Ich kann nicht. Doch. Bei dem leider nicht. Ha, ich glaube. Oh, jetzt war davon. Das gute Fährzeug, du. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich in die Ferne gucke, sehe ich einfach mal da vorne Kartoffeln. Sebi ist weg. Junge, Sebi. Du hast vielleicht ein bisschen arg geparkt. Alter, du. Ich park halt wie ein Sonntagsfahrer. Ja. What the? Aber nur manchmal. Oh Gott. Wer hat denn da die Mauer hingemacht, ey? Der Modder? Die war vorher noch nicht da, ne? Nee, nee. Die wurde gerade verschwunden. Ich hab nur gemerkt, dass wir noch eine Wiese haben, die wo wir glaube ich noch nie geerntet haben. Welche? Warte, ich fahr mal dahin. Dann zieh ich es. Die kleine. Die unbenannte. Ja. Doch. Die habe ich in der Flur schon mal gesehen. Ja, ja. Die haben wir jedes Mal gemäht. So, weg ist er. Oh mein, oha. Bleiben sogar noch richtig 1000. 170.000, warte mal. Wie viel Kredit müssen wir zurückzahlen? 115. Ich gebe alles zurück. Ja. Oder bis auf 10.000, damit wir noch. Ja, das, wir haben noch, wir haben jetzt dann noch über 50.000. Oh, 54. Wir sind schuldenfrei. Ein, dafür zwei traurige Sachen, aber auch eine gute Sache, wir sind schuldenfrei. Ja. Wunderbar, das seht ihr jetzt nochmal. Öha! Was war jetzt? Was war los? Ich bin jetzt nur losgefahren, ne? Dann stirbt mir einfach mein Diesel ab. Gut. Dieser Johnny. Einfach so. Einfach ausgegangen. Ja, gut. Wieso höre ich gerade jetzt halt Druckluft? Na gut. Vielleicht ein bisschen lecken. Ja. So, warte mal, hier geht's wieder rüber. Oh, ich seh nix. So, warte mal. Okay. So, aber ich bin ehrlich, den Kleintraktor würde ich sogar da lassen. Also wirklich Kleintraktor, weil 200 PS ist echt viel für einen Kleintraktor. Ja. Und weißt du, der hat halt dann auch einen Frontlader. Mhm. Und schaut auch echt geil aus. Jo. Ich fahr da mal die Silage weg, ne? Ja. Der Ladewagen schaut wirklich arg aus. Mhm. Aber er wird jetzt gewaschen. Ja. Bevor die Silage wegkommt. Ach ja, wir wollten ja noch einen großen Hänger mit drauf nehmen. Das haben wir vergessen. Stimmt. Oder was? Ja, wir wollten unsere gegen Krampe tauschen, ne? Nee, die Krampe, den einen Krampe-Hänger. Ja, nee, wir haben wir haben ja zwei, oder nee, warte mal. Du hast deinen, glaube ich, schon gegen den Standard-Krampe ausgetauscht, ne? Nee, ja, doch. Ja, genau, und da wollten wir halt noch Mods mit drauf. Genau. Da kann man jetzt, glaube ich, nichts machen. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp zwei Wochen waren es, ne? Ja. Ja, zwei Wochen nicht mehr auf der Rade aufgenommen. Da vergisst halt man schon mal das ein oder andere Teil. Boah, der schaut gleich viel an. Das ist ein ganz anderer Ladewagen mal sauber, ey. Das ist, ne?
das wieder. Gut. So. Wunderbar. Kurz mal gucken hier. Ansonsten. Flo? Hm. Was machst du gerade noch ansehen, oder? Ansehen fällt 40, jo. Was macht das Philipp? Bin am Silage verkaufen gestern. Oh, du könntest ja mal dir schnell den Zetter schnappen. Ja. Und mal schnell alle Felder abklappen. Könnte ich. Aber dann hättest du keine Arbeit mehr. Ja. Ja, dann machen wir so innen den Zettel und nimmst den Schwader, weil ich mit dem Bandschwader nicht umgehen kann. Okay, passt. Und dann tut sie jetzt was sammeln, oder wie? Mit dem Ladewagen, mit den beiden. Ja. Mit dem Stratmann und dem Tigo. Wenn ich dabei fertig bin? Ja, leicht. Ich bin Tigo. Oh, oh. Kann ich gerne machen. Alter. Ich sag's dir ungern, ne? Aber ich hate Fisch. Ne, geht wieder, alles gut. Nix passiert. Ah, gut. War nix. So, jetzt ist er was. Muss Allrad rein tun. Bei mir ist Allrad und Differentialsperre die an. Der Sperre bringt eigentlich gar nichts auf der Straße, bis auf dass die Reifen im Mühlauf runterradiert werden. Ja, und Allrad auch nicht. Ich bin aber auf dem Feld. Das ist dann wieder was anderes, aber da beim Mähen braucht man allgemein, wenn überhaupt, Allrad. Ja. Aber schaut dann so ein Stück durch oder was? Oha! Hänge. Ich sehe nicht. Das ey, Junge! Du bist Johnny! Hängst an der Mauer, oder? Nee! Silos! Ja, an der Silo-Wand halt. Nee, ich steck im Silo mittig drinnen. Hä? Wie sollen wir das? Mit der Abtriebsstange kommen? Komm, das schafft er, ja. Nee, alles gut, ich hab's gerettet. Diffsperre und Allrad regelt halt. Ja. Ah, der kämpft ganz schön. Aber ja. Er hat's. Ich bin mal gespannt, ob ich so, das gesagt habe. Ich würde dann vielleicht mit dem kleinen Johnny fahren, weil da hängt halt der eine Ladewagen schon dran. Der Strautmann. Kann ich machen. Weil Umhänge bringt, macht eigentlich keinen Sinn. Mhm. Kann ich eigentlich direkt bei der BGA abkippen? Ansonsten würde ich. Ja. Wo gibt's denn eigentlich den bisschen Preis? Mal gucken, hier ist die Orange. Bei der BGA, bei unserer. Ja, 360. Es gibt halt eigentlich nur, wenn man die keine BGA hat, nur bei Strohviehhändler gilt für Silage. Für wie viel? 254, also knapp um 106 Euro weniger. Aber die 106 Euro eigentlich so schlimm sind sie gar nicht. Wenn ich nicht abladen könnte, aber normalerweise muss ich schon. Ja. Können. Aber doch, ich glaube, wenn ich gucke, also die 106 Euro, die machen im Ganzen schon ganz schön was aus. Ja. So. Der Baum. Wo ist ein Baum? Ja. Rein. Vor dem BGA-Eingang. Ja, da sind ein paar Bäumchen. Ein paar. Kann ich davor abkippen? So, und jetzt noch die Wiese am. Nope, geht nicht. Also muss ich was, du ehrlich nicht, jetzt. Nicht ab. Hä, hey, doch, du kannst. Kann du musst abladen können. Wir haben doch da die Silage mit dem Betrag schon abgeladen. Ja, aber mit dem Anaburger, wo man aufkippen kann. Ah, stimmt. Da war was. Aber. Ich weiß, bisschen Geld. Nein. Ja, okay. Kannst du schon machen.
Vor allem, ich mache ja bloß ein Silo leer, also das andere brauchen wir ja eigentlich noch. Wenn. Ja. Oder meinte nicht, weil. Aber das können wir dann auch in. Das können wir dann aber auch in unser Lager reinpacken. Ja. Weil. Wenn diese Lasche da weg ist, das sind halt einfach alle Sachen, die wo halt FPS fressen, ne? Vor allem, weil es halt noch kein Ding-Server ist. Mhm. Aber der Premium ist schon schön gemacht. Ja. Und der Sound ist auch auf dem Original ist sehr angepasst. Ja, das ist echt nah dran. Aber ich freue mich schon richtig auf den 21er, weil da sollen die Sounds wirklich komplett originalgetreu sein. Echt? Okay. Mhm. Hätte ich noch gar nicht so gehört. Also, es gibt Leaks davon. Okay. Aber ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ja. Aber es soll so sein. Leaks ist halt immer eine 50-50 Chance. Entweder es ist, es kommt dann wirklich so, oder es ist kompletter Bullshit. Ja. Ich hätte was anderes gesagt, aber gut, Bullshit passt. Bullshit passt auch. So. Die Stelle mit VCA wäre jetzt um 40 km/h vielleicht schneller. Hey, das gibt keinen Sinn, was das macht. Was? Immer wenn ich Alt X drück, denkt er will die Sämaschine hoch machen. Ich wähle jetzt einfach mal den Traktor aus, so. Dürfte das eigentlich nicht mehr so vorkommen. Oh! Alter! Ja, halt die Schnauze! Was war? Auto? Ein Auto ist komplett auf der falschen Seite. Bist du dir sicher? Ja! Ich fahre so schön mittig in die Straße, in dem Fall. Ich fahre halt so auf meiner Seite. Leichter knicke ich lenk. Das Auto lenkt ultra spät. Ja. Oder eigentlich früh. Fahrt dann voll auf die eine Seite von mir rüber. Was jetzt? Und dann hat sie kurz mal weggehauen, ne? Ja. Wow. Dieser Unterschied. Der Johnny hier wiegt normal nur der Diesel selber 7,8 Tonnen und jetzt wiege ich einfach 30,5. Alter. Aber gut, meine Damen und Herren, wir dürfen uns fürs Zuschauen auch schon wieder bedanken, denn wir sind für heute auch schon fertig. Wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das wäre natürlich sehr nett, wir uns sehr freuen. Jetzt kommt nochmal der legendäre Spruch, den jeder natürlich auswendig wissen muss oder sollte. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Und der rote Knopf, falls er noch nicht grau ist, bitte grau schalten. Ciao. Also, das war's ja. Ja. Wie gesagt, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Samstag und wir sehen uns dann morgen zu zwei weiteren Folgen auf der Gemeinderade. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.